Sehr geehrter Herr Buchner, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute auf 50 Jahre TUNAP zurückzublicken. Zunächst mal würde ich gern wissen, woher kommt denn Ihre Leidenschaft für Technik und für Chemie? Herr Rappenglück, die Leidenschaft, so wie Sie es nennen, fürs Automobil, ist Tradition in unserer Familie. Mein Großvater, bei dem ich lange Zeit auch gelebt habe, war der erste BMW-Händler der Welt. Also Automobil ist etwas, was bei uns zu Hause jeden Tag gelebt wurde. Ob in der Früh, mittags oder abends, es drehte sich immer um Automobile. Chemie, um Ihnen die Antwort zu geben, kam viel, viel, viel später dazu und war etwas zufallsbedingt. Ich hatte im Jahr 72 nach den Olympischen Spielen eine Möglichkeit, mich an einer ganz, ganz kleinen Agentur, Handelsagentur zu beteiligen. Ein amerikanisches Unternehmen, das sich mit technischer Chemie auseinandergesetzt hat. Diese Erfahrung, die ich da gewonnen habe innerhalb von diesen 2 Jahren, war die Grundlage für die Gründung von TUNAP. TUNAP ist ein Name, den wir kreiert haben, kommt von tunen, dem englischen Verb. Und damit das eintragungsfähig geworden ist, haben wir daraus eine Art Kunstnamen entwickelt, dieses TUNAP. Der Wortklang von tunen, tune up, aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt, und das ist dann die Grundlage für eine Markeneintragung geworden. Sehr schön. 1974 startete der TUNAP-Markenvertrieb. Wie muss man sich denn diese Anfangszeiten von TUNAP vorstellen? Naja, wir waren zu zweit. Zwei Leute haben begonnen, dieses Fabrikat TUNAP zu entwickeln, aus der Erfahrung, wie ich schon vorher gesagt habe, aus der Erfahrung mit dem amerikanischen Additivhersteller. Wir waren zu zweit. Es war der Herr Deinlein und ich. Der Herr Deinlein kam aus der Würzburger Gegend, aus Hammelburg. Und dann haben wir zusammen angefangen, nicht wahr, das aufzubauen, und haben unserem Kundenkreis näher gebracht, dass TUNAP besser ist als das, was im Markt verfügbar war. Und wissen Sie noch, an wen Sie das erste TUNAP-Produkt verkauften? Genau kann ich es Ihnen nicht sagen, aber ich denke, es war der Opel Häusler in München. Tatsächlich. Mhm. Ja. Mit welchem Produkt- und Marktvorteil konnten Sie sich dann im Laufe der Zeit durchsetzen? Naja, nun, die Produkte gab es immer schon, Herr Rappenglück. Es gab eine Vielzahl von Marken, die solche Produkte hergestellt haben. Aber was neu war, dass wir ein homogenes Programm daraus gemacht haben. Wir haben also als Idee gehabt, alles, was in einer Werkstatt an Chemie gebraucht wird, stellen wir her, außerhalb von Ölen, Motorölen, Getriebeölen. Das waren Commodities, das waren Massenprodukte, die haben wir nicht gemacht. Das war die Grundidee. Und dann kamen kaufmännische Gesichtspunkte hinzu im Laufe der Zeit? Naja, klar. Also Produktprogramm ist das eine, aber eine Methode zu haben, das vernünftig zu verkaufen, ist der zweite Teil, der mindestens genauso wichtig ist. Und was haben wir getan? Ich wusste aus meiner Vergangenheit, aus meiner Familiengeschichte, was ein Händler braucht. Und dass ein Händler, wenn du zu ihm gehst, mit den Produkten Geld verdienen muss und nicht, was zum damaligen Zeitpunkt so das Normale war, da ist jeder zum Händler gegangen und hat gesagt, ich habe was, was besser ist für dich, wo du rationeller arbeiten kannst, wo du die Produkte zum Einsatz bringen kannst und hast irgendwelche technischen Vorteile. Das habe ich nicht gemacht.
Ich habe die Basis der Technik genommen und habe daraus ein vernünftiges Verkaufsprogramm gemacht mit allen Dingen, die uns damals zur Verfügung standen, und daraus eben eine Ertragsrechnung entwickelt, wenn ein Händler mit uns zusammenarbeitet, was kann er im Jahr mit uns verdienen. Und diese Kombination, hochwertige Produkte zu haben und ein Verkaufssystem zu haben, das dem Händler hilft, Geld zu verdienen, das war so der Durchbruch unserer Firma und das war der Durchbruch unseres Programms. Und Demonstrationen haben eine große Rolle gespielt. Das war die dritte Säule unseres Programms, dass ein abstraktes Produkt wie die Chemie nur Leben bekommen kann, wenn du in der Lage bist, die Leistung zu demonstrieren. Und nicht nur im Sinne, es wird schon gut sein, sondern nichts von vornherein, ganz klar. Wir haben jeden Mitarbeiter eines Autohauses, eines Händlers davon überzeugt, dass er mit uns Produkte hat, die er in diesem Standard, in der Qualität vorher nicht hatte. Wenn Sie auf 50 Jahre zurückblicken, an welche Meilensteine denken Sie denn besonders gerne zurück in diesen 50 Jahren? Naja, Herr Rappenglück, wenn du eine Firma aufbaust und wenn eine Firma anfängt, positiv zu laufen, Erfolg hat, dann ist das der erste Abschluss eines Jahres, wo schwarze Zahlen darunter stehen. Das ist das, was du nie in deinem Leben vergessen wirst. Und das andere ist, zu Beginn hatten wir keine große Wahl bei der Auswahl von unseren Mitarbeitern. Wir mussten das nehmen, was der Markt ergeben hat. Und das konnten wir nicht immer mit Seiden- und Glacé-Handschuhen. Wir haben schon auch Leute gehabt, die schon sehr handfest unterwegs waren und eben auch von dem Motiv getragen wurden, ein vernünftiges Geld zu verdienen. Wenn ich dies sehe, welche Qualität wir im Lauf der Zeit an Mitarbeitern bekommen haben, dann würde ich das auch als einen ganz großen Meilenstein betrachten. Für das Image des Unternehmens, auch die persönliche Einschätzung Mitarbeitern gegenüber. Du musst ja nicht nur Respekt haben gegenüber dem Markt, sondern du musst auch mindestens den gleichen Respekt haben vor den Mitarbeitern, die für ein Unternehmen tätig sind. Apropos Image. Sie haben Otto Eicher kennengelernt, einen überaus bedeutenden Grafiker. Und mit ihm zusammen haben Sie das Tunab-Logo erfunden. Können Sie uns darüber was erzählen, was es bedeutet? Der Otto Eicher, dem bin ich begegnet, weil ich vor meiner Zeit als Tunab für das Organisationskomitee der Spiele der 20. Olympiade tätig war. Und der Otto Eicher ist ein Mann gewesen, der sehr praktisch gedacht hat. Er war ja auch der Erfinder der Piktogramme, um noch einmal zu vergegenwärtigen, wie er eine Visualisierung gesehen hat. Für den Menschen leichte Orientierung, sofort die Wiedererkennbarkeit, das waren so seine Dinge. Und wenn man sich mit ihm unterhalten hat, er kam aus dem Allgäu, er war ein überzeugter, bayerisch denkender Mensch, der hat immer gesagt, wenn du vom Flugzeug oben runter schaust und schaust auf dieses Land Bayern, dann siehst du einen silbrigen Glanz über die Seen. Du siehst einen blauen Himmel und du siehst grüne Wiesen. Das war für ihn so das Sinnbild, wenn wir über Bayern gesprochen haben. Und mir hat das unheimlich gut gefallen. Und aus dieser Philosophie, der Farbenphilosophie heraus, haben wir unser Markenzeichen entwickelt. Und dann haben wir Grafiker gehabt, gesagt, wie setzt man das grafisch um? Wie machen wir das? Und dann haben wir diesen konzentrischen Kreis gemacht. Das Tunab-Logo
ist die Idee eines konzentrischen Kreises. Das heißt, versinnbildlicht, wenn du einen Stein ins Wasser wirfst, dann bildet sich ein kleiner Kreis, ein größerer Kreis, bis die Wellen nach außen gegangen sind. Und das haben wir mit der Farbphilosophie verbunden, dieses Grün und Blau mit der weißen Schrift versinnbildlicht als Silber, weil das Silber sich nicht vernünftig abgezeichnet hat. Und das ist das Logo, was entstanden ist. Sehr schön. Welchen weiteren besonderen Menschen sind Sie denn begegnet? Oh, vielen. Also, Rappenglück, das tägliche Leben ist bestimmt von der Begegnung von Menschen. Ob Sie zum Kunden gehen oder zu einem Lieferanten gehen oder im eigenen Haus mit Ihren Mitarbeitern verkehren. Das ist menschliche Begegnung jeden Tag. Mhm. Und da überragende Persönlichkeiten herauszustellen, das würde ich gar nicht wollen. Mhm. Sondern für mich war jeder Kundenbesuch, die ich gemacht habe, ich habe die Werke alle persönlich betreut, sämtliche Automobilwerke, habe da eine Menge sehr, sehr, sehr gute Menschen kennengelernt, die einem auch, wenn es notwendig war, geholfen haben, indem man sie gefragt hat und Fragen stellen konnten und realistische Antworten bekommen hat, gerade in Bezug auf Entwicklungsprogramme. Produktprogramm ist es sehr, sehr wichtig, dass Sie hier nicht ins Blaue sich irgendetwas zurechtdenken oder zurechtrücken, sondern dass eine solide Basis hat, dass solche Produkte auch im Markt verlangt werden. Was hat sich denn in den letzten 50 Jahren aus Ihrer Sicht generell geändert und was ist gleich geblieben? Gleich ist gar nichts geblieben, wenn Sie die Entwicklung anschauen. Das Automobil schaut heute völlig anders aus als damals. Wir stehen vor Herausforderungen in der kompletten Problematik, Wasser, Kohlenstoffe, Benzine, Öle, ähnliche Dinge, Antriebssysteme, Energie, mal vom Grundsatz her. Das ist eine riesige, riesige große Herausforderung, vor der wir stehen. Die Entwicklung des Automobils als Freund des Menschen, als eine Beantwortung, wie wichtig die Mobilität überhaupt für das menschliche Wesen ist. Ich glaube, da wird sich nichts dran ändern. Antriebsformen werden sich ändern, aber nicht vom Herzen her, dass jeder sich frei bewegen kann und auch bewegen will. Ja. Ich bin überzeugt davon, dass der Verbrennungsmotor, auch wenn er ein Teil, ein Relikt der Vergangenheit ist, aber noch lange Zeit eine große Rolle spielen wird. Denken Sie nur mal daran, dass die Automobilindustrie sich verpflichtet, mit jedem Fahrzeug, das es neu in den Markt bringt, für 20 Jahre den Service und die Ersatzteillieferungen sicherzustellen. Da können Sie das ermessen. Jedes Jahr werden in der Welt nach wie vor um die 1 Milliarde Verbrennungsmotoren hergestellt. Also, wenn wir jetzt in die Zukunft denken, dann haben wir mit diesen Technologien von heute gerechnet noch 20 Jahre zu tun, notwendigerweise. Und da bilde ich mir sogar ein, dass die Reparaturfähigkeit von diesen Fahrzeugen eine große Rolle spielen wird, eine bedeutende Rolle, und das ist für unsere Produkte Balsam auf eine geschundene Seele. Dann haben wir noch ein etwas zarteres Pflänzchen im Unternehmen, Tunab Sports. Ja. Können Sie dazu ein paar Sätze sagen? Na gut, mit Tunab Sports haben wir mal das Thema insgesamt angerissen. Sie sprechen jetzt den Fahrzeugsektor an, den Fahrradsektor, ja, den sprechen Fahrrad. Sie an. Das war aus meiner Sicht eine Logik, die lag auf der Hand, dass parallel zum Automobil sich andere Verkehrsträger entwickeln werden. Und wenn Sie jetzt mal die letzten Jahre sich näher anschauen, dann war ja nun Corona ein großes Thema. Und im Rahmen von Corona mit dem Hintergrund raus, frische Luft in die Natur und, hat das Fahrrad ja auch eine völlig andere Bedeutung erreicht, als das vorher war.
Dazu kam die Elektrifizierung von Fahrzeugen, von Fahrrädern. So ein Fahrrad kostet heute 5.000, 6.000 Euro im Normalstandard und geht hinauf. Das ist ja auch ein Objekt geworden, das mit einem normalen Fahrrad nicht mehr vergleichbar ist. Dementsprechend muss es auch Produkte geben, die diesen Anforderungen gerecht werden. Und das war mit einer Überlegung, diesen Markt, dieses Marktsegment zu erschließen, weil wir der Meinung sind, die Hochwertigkeit von diesen Fahrrädern brauchen andere Pflegemittel, als sie bisher da gewesen sind. Tunop Sports Produkte sollen ja bevorzugt über digitale Medien vertrieben werden, über E-Shops, vielleicht Amazon und dergleichen. Wie sehen Sie da die Zukunftsperspektiven? Gut, Amazon ist für mich eine Riesenüberraschung in der Welt. Mhm. Also wie die angefangen haben, nicht wahr, ein Warenhaus zu bauen, ausgehend von einem Buchverlag, konnte ich mir nicht vorstellen, dass die einen so weltweiten Erfolg haben werden mit Produktsortimenten, ich möchte mal sagen, in der Unendlichkeit. Es gibt ja nichts, was bei Amazon nicht zu verkaufen ist oder zu kaufen ist. Und das liegt dann auf der Hand, auch solche Programme über solche Absatzkanäle zu verkaufen. Aber wir haben ja beides. Wir haben einen kleinen Direktvertrieb. Ich bin immer noch der Meinung, dass unsere Auslandsgesellschaften dieses Segment im Laufe der Zeit intensiver mitbearbeiten werden. Also ich sehe für den Bereich Tunop Sports schon Zukunftsperspektiven. Sehr schön. Ich gehe noch mal ein paar Jahre zurück. Verraten Sie uns, wie die Kooperation mit Würth zustande kam und wann das war? Das war 1996, 97. Wir haben ein bisschen für Würth produziert, immer schon. Mhm. Und Chemie war ein festes Programm innerhalb des Würth-Programms. Und da gab es einen Mitarbeiter, den Herrn Weidner, der ist leider verstorben, der war sehr an Chemie interessiert. Und so sind die Leute irgendwann einmal zu uns gekommen und haben gesagt, können wir nicht mehr machen? Da sage ich, mehr können wir schon machen. Aber dann hieß es ziemlich schnell, können wir nicht auch bei Ihnen einsteigen? Und dann habe ich gesagt, schauen wir mal, aber um es Ihnen gleich vorweg zu sagen, kaufen können Sie uns nicht, das wollen wir nicht, sondern wir wollen schon selbstständig sein. Und dann kam eines Tages hier der Reinhold Würth an, hat sich das Unternehmen hier angeschaut und dann haben wir einen Weg gefunden, einer Partnerschaft. Ich habe gesagt, wir verkaufen nicht, wir sind stark genug, dass wir selbst unseren Weg in der Welt und in den Märkten suchen. Aber es schadet nichts, sich in einer Kooperation einem Großen anzuschließen. Und was mir besonders gefallen hat, war, dass der Herr Würth persönlich und sein Unternehmen ähnlich geartet ist. Es ist ein Familienbetrieb. Sie haben es ja nicht mit einer Aktiengesellschaft zu tun, sondern Sie haben es mit Menschen zu tun, mit denen man sich tagtäglich vernünftig unterhalten kann. Und nach über 25 Jahren, dass wir jetzt zusammen sind, kann ich das nur nochmal bestätigen. Ich bin dankbar, dass die Würth-Gruppe uns selbstständig bestehen lässt, dass sie das, was wir tun, respektiert und unterstützt. Und umgekehrt genauso werden wir die Interessen des Konzerns immer im Auge haben und respektieren. Abgesehen von Würth, abgesehen von Tunop, was ist Ihnen wichtig im Leben? Es sind viele Dinge. Aber wenn wir hier darüber sprechen, im Zusammenhang mit einem Unternehmen und wie funktioniert ein Unternehmen, dann würde ich glauben, dass die Glaubwürdigkeit an erster Stelle steht. Es muss das drin sein, was außen dran steht. Oder was außen dran steht, muss sich im Inhalt wiederfinden. Und das meine ich persönlich. Das gehört zu einer Gradlinigkeit dazu,
Das gehört zu einer geradlinigen Unternehmensführung dazu. Und Sie wissen das aus eigener Erfahrung. Ich lege allergrößten Wert darauf, dass wir ein ordentlich sauber geführtes Unternehmen sind. Und wenn man sich jetzt den Markus Buchner am Feierabend vorstellt, die Arbeit ist erledigt, können Sie uns noch was über Ihre Hobbys vielleicht verraten oder was Ihnen besonders viel Freude macht? Ja, kann ich Ihnen gerne. Also Sport ist zweifelsohne etwas, was das Leben prägt und was auch mein Leben immer geprägt hat. Und zu meinen sportlichen Interessen gehört Golf, Skifahren im Winter und Pferde. Ich reite nach wie vor jeden Tag. Ich habe 2 Reitpferde bei mir im Stall stehen. Ich unterhalte einen kleinen Spring, einen kleinen Springstall mit 4 Springpferden, die wir durch Europa schicken, und habe Spaß daran teilzunehmen und dabei zu sein. Diese Pferdeleute sind ja ein bisschen verrückt, sagt man ganz allgemein. Ich kann das nur unterstützen. Aber es ist halt nun etwas sehr Schönes, mit Tieren zusammen zu sein. Und es ist etwas Besonderes in der Kombination Tier-Mensch, Sport zu betreiben. Da ist der Reitsport ja die einzige Spezies, die das hat. Ein Zusammensein im Sport mit Tieren. Sehr schön. Ja, Herr Buchner, vielen herzlichen Dank für die Einblicke, die Sie uns gegeben haben in Ihr Leben, in die Firma TUNAP. Ich sage jetzt mal für das gesamte Team TUNAP, dass wir Ihnen weiterhin alles, alles Gute wünschen. Beste Gesundheit natürlich, weiterhin viel Erfolg. Und wenn Sie Lust haben, können Sie uns auch noch etwas mit auf den Weg geben. Zum Abschluss. Naja, was kann man Ihnen auf den Weg geben? Was kann man dem Unternehmen auf den Weg geben? Wir haben eine DNA, wir haben Wurzeln, wir haben das Unternehmen so angelegt, wie ich es Ihnen vorher geschildert habe. Und ich lege größten Wert darauf, dass das Unternehmen diesen Weg weitergeht. Wir leben von unseren Kunden. Wir leben von den Menschen, die dahinter stehen. Und ich lege großen Wert darauf, dass der Mensch, mit dem wir es zu tun haben, vernünftig und ordentlich behandelt wird. Und wenn wir das respektieren, dann wird es uns, glaube ich, auch die nächsten 50 Jahre noch geben. Der Rest ist immer, sich rechtzeitig anzugleichen an die Veränderungen des Marktes. Und das schaffen Sie, wenn Sie vernünftige Menschen im Innen haben und wenn Sie vernünftige Kundenbeziehungen haben. Dann schaffen Sie das. Sehr schön. Ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen ganz herzlich und wünsche Ihnen, wie gesagt, im Namen aller Kolleginnen und Kollegen alles Gute für die Zukunft. Dankeschön, Herr Rappenglück.